Recht herzlich willkommen zur 223. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, hier haben wir letztes Mal reingeguckt, da gab es nichts Neues, oder? Luna ohne Wiederkehr haben wir, ist positioniert in einer Quette von Orbit Minmus. Positioniert Satelliten, hat das neu. Science Data from Surface of Minmus, Test, das hatten wir. Das haben wir nicht, wir sind ja, ne? Und drei Touristen hier sind, das hatten wir alles ja schon durchgemacht. Gut, dann ist das da erledigt. Wir sind jetzt hier oben noch unterwegs mit den Aktionen Richtung Minmus. Und Minmus V6. Das ist die jüngere Geschichte und das ist schon die ältere, weil die sind nämlich schon unterwegs dahin, ne? Ja, gut. Der kommt dann da von hinten rein und ist das soweit geklärt, ja. Dann haben wir ja noch die anderen Geschichten im Laufen. Duna ohne Wiederkehr. Verlässt gerade die Minmus-Umlaufbahn sozusagen. Da fliegt er gerade vorbei und ist auf dem Weg nach irgendwo hinten, ne? Aber das wird noch Jahre dauern, oder? Nö, noch nicht mal, nur Tage. Monate, sagen wir mal. Ja. Jetzt ist die Frage. Eigentlich müssten wir hier aufräumen mal, ne? Warte, wir gucken jetzt erstmal hier. Das haben wir da. Das läuft hier auf jeden Fall. Der läuft. Und der läuft. Andere laufen nicht. Drei Stück haben wir unterwegs, ne? Kann man das jetzt hier auch nochmal sehen, ja, ne? Ja, die umkreist Kerbin, die Kerbin-Station, das ist auch klar. Das ist die Bahn dann, ne? Alles gut. Ja, was machen wir jetzt, ist die Frage. Wir haben erstmal nichts, was wir tun können. Das bedeutet, wir gehen eigentlich hier hin und schauen, dass in 9 Tagen was passiert, oder? So, das würde bedeuten, wir können ja mal Zeitbeschleunigung bis zum Morgen machen. Es ist nur die Frage, wann ist der Morgen, ne? Ist das am Zentrum der Morgen? Gute Frage, ne? Ah, jetzt ist wieder zurückgesprungen, okay. Jetzt können wir mal einmal ins Zentrum gucken. Ob es neue Aufträge gegeben hat. Es ist weniger geworden, ne? Der Bug ist wieder da. Naja, sieht jetzt nicht so aus, ne? Das bedeutet, wir gehen da wieder raus, gehen da wieder rein. Und ich würde sagen, wir drehen wieder einen Tag weiter, ne? Und der macht einen Tag? Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Nein, ne? Die sind auch mehrere Tage unterwegs, ne? Oder sind die schneller unterwegs? Nein. Überholen die? Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Da müssen wir mal gerade reingucken. Acht Tage und einen Tag. Glück gehabt, wenn, ne?
Gehen wir da gerade rein. Da ist jetzt einer drin und zwei leer, oder? Ja. Und 490,3 Meter die Sekunde. Zur Oberfläche. Zur Oberfläche sind es 5600. Gut, dann gehen wir da wieder raus. Tracking Station. Und in den anderen rein. Hier rein. Minus V6. Hat irgendwas mich vertan? Nein, das ist der. Da sind aber zwei drin und einer fliegt nur mit, oder? Ja, die fliegen auch nur mit 251 Meter. Aber zur Oberfläche sind sie schneller. Das ist jetzt die Frage, ne? Ja, weiß ich auch nicht. Es gibt kein Ziel, okay? Ja, dann ist das so. Gut, dann bedeutet das jetzt... Gehen wir wieder raus. Tracking Station. Ist ja mal gut, dass wir das noch geschafft haben da, ne? Also die sind 8 Tage noch unterwegs hier. Wahrscheinlich, weil die da außen rumfliegen, kann das sein. Und die anderen? Ja, die fliegen ja auch außen rum. Hm. Gut, ist aber nicht schlimm. Da geht es nur noch um einen Tag. Das würde bedeuten, wenn wir jetzt vorspulen einen Tag. Nee, das machen wir nicht. Wir können hier mal vorspulen, ja. Dann geht es schon voran, ne? So, jetzt bewegt sich auch was, ne? Da bewegt sich nichts. Stopp, irgendwas läuft hier falsch. Ein Tag, 3 Stunden und 56 Minuten. Aber was ist das Ziel? Die sind ja auch wieder lang. Ne, Orbit 436, ne, passt schon. Hm. Die sind 22.000. Ah, das sind ja hier Kilometer. Ja, weiß ich auch nicht. Gehen wir wieder ins Space Center. Weil die Zeit, die wurde jetzt mehr und nicht weniger, oder? Sehr kompliziert gerade. Aber wir gucken erstmal nach hier nochmal was. Aha.
da gibt's jetzt neue. Expand Station, Kerbin Station around Kerbin. Okay, Section Data from Space around Kerbin. Science Data, nicht Section, Science Data from Space around Kerbin. Search Department, ja, super. Transmit or require scientist data from space around Kerbin. Incomplete. Space around Kerbin. Ist das denn unsere Station, die da vielleicht ist? Space around Kerbin. Kerbin Station müssen wir haben. Kerbin Station. Gehen wir mal rein. Wir haben Treibstoff noch. In Space Low. Das ist jetzt die Frage, ob das dann reicht, ne? Science. Aber wir werden ja wohl hier was haben, oder? Gibt's hier. Und das ist doch hier insgesamt eine Forschungsstation, oder? Nee. Doch, das ist ein Labor. Science können wir da transmitten, alles klar. Level up Crew. Okay. Ach, die drei sind da drin, ne? Level up Crew. Lights off, okay. Ich würde jetzt mal gerade noch mal gucken. Ja, wir nehmen das an. Wir können diese Station ja auch in der Höhe verschieben, ne? Wäre jetzt nur schön zu sehen. Theory of Gravioli. Apply the science method in space. We need you to science the Kerbal out of this. We want you to send us science data from space around Kerbin. Transmit or recover scientific data from space around Kerbin. Ja, das ist jetzt. Ich nehme es mal an. Für Tourists, das ist Minmus, around Kerbin, Kerbin Station, Expand Station, das müssen wir halt. Kerbin Station currently supports 5 Kerbins. Be in command of Kerbin Station incomplete. Ensure that the station has an antenna, has a docking guard and can generate power incomplete. Have a facility supporting at least 10 Kerbals. Na, das hört sich aber schwer an. Put your station in orbit of Kerbin. Ja, das ist ja alles. The board of directors of Droid. Labs have raised some trouble issues. We are trying to figure out if all matter in the universe is as dense as on Kerbin, but haven't come up with a conclusive test for it. We believe that you are much better positioned to deal with this than us. Around Kerbin to support future missions. We can do this by expanding the station, Kerbin Station. Okay. Be in command of Kerbin Station. Das ist klar, das ist nicht schwer. Ensure that the station has an antenna, has a docking port and can generate power. Ich glaube, das müsste alles drei gegeben sein. Have a facility supporting at least 10 Kerbals. Nee, das so viele gehen da nicht rein. Aber wir kommen Docking Port, das würde bedeuten, wenn wir das anschließen, haben wir die Station ja vergrößert. Maintain stability for 10 seconds, das ist nicht das Problem. Put your station in orbit of Kerbin. Ja, dann kriegen wir einen neuen. Nee, das will ich jetzt erstmal nicht machen.
Gut, wir brauchen Science. Jetzt müssen wir gucken, was der Auftrag uns hergibt, wenn wir die Kerbin Station gerade aufrufen. Kerbin Station ist hier. Gehen wir mal rein. Zack. Dann klappen wir hier oben den Dingens auf. Den Auftragsteil. Build a new organization. Science data from space around Kerbin. Ja. Da. Collection of data not enough evidence for finding. Okay. Start research. No scientist present. Also, die sitzen jetzt wahrscheinlich hier oben drin, oder wo? Probericht. Ja, hat schon funktioniert. Wunderbar. Aufgabe erfüllt. Was wollen wir mehr? Läuft, oder? War jetzt nicht viel, aber war was. Ist die Frage, wie viele Points dafür gab? Keine Ahnung. Wir können ja auch mal gerade da reingucken, ne? Was unsere Forschungsstation so hergibt. Na? Wo ist er? Okay, das reicht glaube ich auch noch nicht, ne? 160 geht's weiter. Ne, das ist es, okay. Überschallflug, fortgeschrittene Aerodynamik, okay. Ja, da sind dann auch Sachen, die wir mal aktivieren müssten, ne? Advanced Grabbing Unit, okay. Ja, da sind hier Teile zum Fliegen. Und das hier sind Luftleitbleche und sowas, ne? Stellantriebe. Und das haben wir hier. Achso, okay. Stack Separator, Adapter, Docking Port, Coupler und Radio Attachment Point. Attachment Point, ja. Ja, gut, das ist dann erstmal soweit geklärt. Da fehlen uns also noch weitere Punkte. Eins haben wir ja jetzt weg. Gibt's was Neues? Ah ja, hier gleich so eine Rescue-Aktion wieder. Rescue Tibet from orbit of Kerbin. Und auch zurückbringen mussten auch. Ja, das Expand ist dann das, ja, schwierige Unterfangen wahrscheinlich, ne? Aber und da brauchen wir wieder eine neue. Das sind wir unterwegs für. Da auch. Ja, da ist einer. Aber wir müssen drei retten, ne? Rescue Junggard from orbit of Minmus. Rescue Deford from orbit of Minmus. And Rescue Busreed from orbit of... Ja, dann ist das ja doch richtig, was wir da gerade machen. Passt schon. Dann ist es ja alles gar nicht verkehrt. Gut. Ja, aber ich sag mal, für diese Folge, die jetzt nicht so ganz so viel Action hatte, sind wir ein Stück weiter auf jeden Fall und müssen jetzt gucken, dass wir die drei dann nachher holen. Und ja, eine Sache haben wir halt gemacht. Diese Kerbin Station hat dann die
Research gemacht und ja, da müssen wir weiter gucken, wie wir da weiterkommen in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo habt, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und wenn ihr die Glocke anmacht, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.